Wir testen jetzt für euch das neue Mr. Splitboards All Mountain. Dieses Jahr sind wir bereits im Oktober am Stubaier Gletscher für euch. Wir haben wieder jede Menge Superlativen dabei. Größter Splitboard-Test Europas, größtes Gletscherskigebiet Österreichs und nur die besten Splitboards im Test. Schaut euch alle 10 Videos an, dann habt ihr den perfekten Einstieg in die Splitboard-Saison 23/24. Wir testen für euch das neue All Mountain am Stubaier Gletscher. Drehfreudigkeit ist gegeben. Super zwischen den Skifahrern hindurch. Und der Kantenhalt Hammer. Und super. Laufruhe ist auch da, jawohl. Schmiegt sich an die Gletscherhuckel an. Tipptopp. Produziert wird's von Woodcore, von den Jungs aus dem Erzgebirge. Vielen lieben Dank dafür, dass ihr uns so ein Lächeln ins Gesicht zaubert wie jetzt gerade eben. Es ist ein bisschen erwachsener geworden, wenn man das Alte so im Vergleich sieht. Ein bisschen nicht mehr ganz so super agil, war schon fast manchmal ein bisschen nervös, war zumindest für mich und meinen Fahrstil. Woodcore hat auch schön viel Wachs drauf. Woodcore ist mein Hersteller im Osten von Deutschland. Hier nochmal ein fettes Dank und ein fettes Lob an die Jungs. Das ist jetzt der 4. Proto. Und wenn die Brille nicht dran wäre, ihr könntet meine Tränen sehen, wie schön der läuft. Sehr schön. Also mein Fazit zum All Mountain. Wenn man neu ins Splitboarden ist und nicht genau weiß, das Brett oder das oder das, dann würde ich das ziemlich in die engere Wahl nehmen. Simon und ich haben uns viel dabei gedacht, um euch möglichst gut mit so einem Brett entgegenzukommen. Produziert dafür sogar noch in Deutschland. Qualität, erste Sahne. So, wir sind jetzt den ganzen Tag die coolen Shapes gefahren. Jetzt saut sich's draußen ein bisschen ein. Vielleicht gibt es heute Nacht auch einen halben Meter Neuschnee. Schauen wir mal. Und das Review machen wir deswegen hier gemütlich aus der Dresdner Hütte. Mein neues All Mountain in Deutschland produziert. War ein längerer Weg, ja, über ein Jahr lang. Das ist der 4. 4 Protos haben wir gebraucht, bis es hingehauen hat, bis wir das wieder so hinbekommen hatten, wie die Vorlage war. Also es ist kein neuer Shape geworden, sondern einfach der ehemalige Shape, jetzt einfach in einer neuen Manufaktur gebaut worden. Und ich finde es cool. Stefan, was sagst du dazu? Ja, lässig. Also endlich mal wieder ein Brett, was in Deutschland produziert wird, im Woodcore, bei den coolen Jungs aus dem Erzgebirge. Mhm. Alleinstellungsmerkmal dafür, man kann wirklich sagen, richtig Fairtrade, so ein bisschen. Mhm. Also kurze Lieferketten und so macht natürlich so von der Hintergrundgeschichte schon mal viel Spaß. Und das Brett hat da vorher super funktioniert, konnte man schön übernehmen. Und deswegen mit Sicherheit eins der Favoritenbretter. Und da du ja der High-Mountain-Fan bist, was ist denn so der Hauptunterschied zwischen meinem High-Mountain und jetzt dem All-Mountain? Ja, das All-Mountain ist natürlich ein Ticken agiler. Ja, also das will mehr auch kurz schwingen. Ja. Das High-Mountain ist natürlich ein bisschen leichter, hat einen längeren Radius, ist eher so ein bisschen der Cruiser tatsächlich, steht auf der Kante für mich ein bisschen besser. Ich komme damit ein bisschen besser zurecht tatsächlich. Ja. Aber ist auch der Ansatz gewesen, dass man nicht, wenn man eh nur zwei Shapes hat, dass die wirklich auch unterschiedlich fahren, ihren eigenen Charakter haben und so. Ist wieder gut gelungen, finde ich. Ja? Haben sie coole Arbeit gemacht. So. Tipptopp, danke ins Erzgebirge. Jetzt hat es uns an der Dresdner Hütte richtig schön eingeschneit. Dann nehmen wir uns mal die Zeit und schauen uns die Splitboards im Aufstieg an. Mein All Mountain aus dem Erzgebirge habe ich bewusst ein bisschen steifer gemacht, weil die Steifigkeit auch im Aufstieg dir zugutekommt, dann verwindet sich der Ski nicht so. Natürlich gemäßigter Radius,
gibt mehr Kantenhalt. Ich kombiniere es gern mit der Volet-Bindung. Volet deswegen, Baseplate ist quasi unkaputtbar, komfortable Straps und die Zweifachsteighilfe. Volet Pux eh bekannt, eisfrei, da kann kein Eis drauf haften. Dazu von Spark die Clips und die Hooks, weil die verbinden sich schön und die Clips oben, die kann man sogar nachjustieren, wenn da mal das Material gearbeitet hat. Als Felle nehmt ihr gut Cola-Felle, wenn ihr Gewicht sparen wollt, oder die G3 mit maximalem Grip. Schön agil im Fahren, schön flüssig, animiert nicht zu kurz schwingen und ein Tip-Top-Ski im Aufstieg. Wir waren jetzt ganze 5 Tage im schönen Stubai und wir haben den Übergang von Herbst in Winter erleben dürfen. Wir hatten Regen, Sonne, Schnee, Schneesturm. Vielen, vielen lieben Dank an die, die das alles ermöglicht haben. Das Team von der Dresdner Hütte haben uns super unterstützt. Vielen Dank auch an mein Team. Hinter der Kamera waren Markus und Rebecca und vor der Kamera natürlich die Maluna und der Stefan. Ich hoffe, die Videos haben euch gefallen und ihr schaut sie auch alle an. Es gibt noch mehr wie dieses eine. Wenn Fragen sind, wenn Kommentare sind, einfach her damit. Ich freue mich auf euer Feedback und wünsche uns eine super Saison 23/24. Euer Simon. Viel Spaß und viel Schnee wie im Stubai.